Diese Botschaft wird rückgeschickt von Lebenswasser an die Cuauhtémoc, Chihuahua, Mexiko, je. Für mehr Informationen bitte findet uns im Internet bei lebenswasser.org. What at it? The goat, yet shine, right? Muy bien. Von der sind dankbar, so ist Jacob all said, and so von der will ich wiedergehen an die Reihe von Botschaften, die halten sie Charakter als wichtig. Und wir wollen reden von Dankbarkeit und wo wir kennen, wo es denn ist. So wir sehen letzte Weg dort, Charakter ist wichtig, wenn sonst wird dort entweder die deren Aufmerksamkeit oder die deren Taumerken und Gott sein Raub in uns Leben. Wir haben in der Geschichte von Josef im Alten Testament, Gott hat einen Raub auf sein Leben. Gott läuft am Traum, also haben wir bloß nach 17 Jahren alt, so haben wir noch nicht reut mit seinem Charakter, zum dort unerstatten, zum dort durchsaten, den Raub, was Gott auf sein Leben hat. Da wird wichtig, dort sein Charakter wussten deut, dort hat er erst durch schon, wo er einen starken Charakter hat, dort hat er unter den Druck oder unter den Stress, Verantwortlichkeit leben, was Gott vor allem hat. Gott hat ihm geraubt, den Zweiten in Ägypten zu sein und zum mehrere Menschen in mehrere Länder raten, wenn es durch einen Hungerschnot. Am fehlenden Charakter zum dort kann down. Und so Charakter ist wichtig. Viele von uns haben viele Guven, wir haben viele Guven von der hier sein. Und aber manchmal in der Guve kann uns zum Wohan bringen in uns Leben, aber uns Charakter wird uns durchholen. Wenn wir nicht Charakter haben, aber sei begufft sind, dort sei gefährlich. Wenn ich so merke, deren Upfahren, so wollen uns bei einer Stadt heimbringen, wo wir nicht den Charakter haben, zum dort durchsaten, wo wir heimgekommen sind. Und so dazu, wenn wir von diesem Thema reden, Charakter ist wichtig. Und so von der Guve wieder in die Botschaften und von der reden wir von Dankbarkeit, wenn es von der ist uns dankfast. Und wir wollen sehen, wo wir können von der lernen, wo wir können und Dankbarkeit wissen aus Zeug. Und so, ich glaube, wir wollen go to Titan. Von der in der Welt, wann wir uns rumchecken down und sehen, wo ist die Einstellung von uns alle, von der Welt in general. Sie haben Studiums gemerkt und sie haben auch nur gesehen, wo von der Einstellung haben die Menschen durchschnittlich. Große Companies haben diese Studiums gemerkt, wenn sie sehen Arbeiter und sie wollen sein, was von der Anstellung haben die Mehrheit von den Menschen, wenn sie sehen Arbeiter. Und so sie merken diese Studiums. Und sie sagen, durch ein Wort, was die Mehrheit von den Menschen beschrieben hat, Dollar ist irgendein anderes Wort. Besonders von der ersten Tag, wo wir nun ein Leben tun. Durch ein Wort, und dort Wort ist berechtigt. Berechtigt. Wir sind vielleicht nicht sehr bekannt mit dem Wort Applaudisch, aber was dort bedienen wird, ist, dort Menschen glauben, ich kann in Reich nicht dit. Ich kann in Reich nicht dit. Du bist mir dit schuldig. Ich habe mir dit verdient. Ich bin berechtigt. Und so, da ist dort das Wort, was uns von der ersten Tag den Menschen meistens beschrieben wird. Wir sind berechtigt. Und aber von der, weil wir nur den Gegenteil von dort reden, wir wollen reden von Dankbarkeit. Wenn es von der schon Tag in der Welt, die wollten dort alle, wir sind geliebt, dass wir können dort haben, was wir wollen, wann wir wollen, so wir wollen. Fort bloß nur ein Restaurant, dann wollt ihr von wo ich rede. Oder, ich habe manchmal geredet von Netflix. Wir haben von der schon Tag Netflix. So viele Movies, was ihr wollen, wann immer ihr wollen, kann ihr checken. Es wird anders, dass wir das Eck abwaschen, dass viele von euch abwaschen. Diese Werk, wie wir bei den Lieden, sie hatten du eigentlich noch ein VHS. Kann ihr noch die große VHS, wo wir mussten einen Movie nennen, stecken? Und dann, wenn es erst fertig wird, dann müssen wir auch noch Rewinding, dort es trägt am Anfang wird. Von der ersten Nacht ist es ganz anders. Wir können dort checken, was wir wollen, wann immer wir wollen. Und so, der Gefahr ist dort, ob wir nicht dankbar sein, der Gefahr ist dort, ob wir glauben, gib mir das, was ich dort will, wann immer ich will, fort. Von der Zeit, wenn ihr dankbar seid, und du hast eine Geschichte in Lukas, wo Jesus mit seinen Jüngern ist, und hier ist ein Mann betroffen, der wir dort mal lesen, Lukas Kapitel 17, Vers 11, als Jesus nach Jerusalem ging, nahm sich dort zu Rom, dort hat er verlängert die Scheidungsgrenze zwischen Samaria und Galiläa ging.
In Osthei in ein gewisser Dorp nan jink, bejend am Tien leprakranke Männer, du wirst Tien stark, wer wird auch morgen. Die bleiben wieder auf Stuhn und schreien Leute, Jesus, Meister, hab mit Leute mit uns. So, die wirst leprakranke Männer, wir sind nicht so bekommen mit dir von dir, aber das wird eine sehr schlechte Krankheit. Was der Port von der Welt ist von der und nach. Und diese Menschen, die müssen rückgeschickt von der Dörper, wo sie wohnen. Du wirst nicht stehen, dort zu bieten, wo keiner wohnt. Du wirst allein, du müssen sie wohnen, all die, die Leprakrankheit haben. Sie haben nicht Freiheit, im Dorf zu kommen. Sie haben nicht Freiheit, bei den anderen Menschen dich bieten zu kommen, wenn sie so wirren auch rein. Und in den Alten Testamenten sind wieder Geschichten, wo wen Gott hat so abgestellt, dass diese Krankheit, die immer schlafen wird, dort den nicht wurde, der Überhand nehmen manche Menschen. So er stellt es so ab, dass sie müssen den Menschen rütteln. Und so nun werden die Tieren von diesem Mann, sie hören, dass Jesus kämpft durch den Dorf, und sie kommen ein bisschen dicht dabei, und sie schreien auch laut, wenn sie meinten, wie aufblieben. Jesus ist noch dort. Und sie schreien laut, Jesus, hab Mitleid. Sie haben gemählich, wo ihr hier, dass Jesus kann heilen. Und so sie kommen, und sie wollen das erfahren, diese Heilung. Und so, sie haben physische Weide, wenn es das Schlimmste über den ganzen Körper und du kommst alle Hand von den Schlimmsten rüt und dort verfreut einem seinen Körper. Und ein Ding, was Leprakrankheit hat, ist, dort merkt deine Nerven dort, dass die nicht fallen kannst. So, auf einmal, wenn wir seine Finger, statt dort fährten, sonst sie würden schlupen und kämpfen rot oder irgendwo und fangen an, Finger abzufreten und sie wollen nicht hin. Auf einmal weichen sie ab und das Finger ist hochweich. Das wird Lepra-Krankheit. Das wird ein sehr schlechtes Ding. So, sie haben physische Weide, aber sie haben nicht bloß physische Weide, sie haben emotionale Weide. Wenn sie müssen von ihrer Familie weich. Sie müssen von der Menschheit weich. Sie werden ausgeschlossen, aufgeschlossen. Und sie werden dort. Und sie müssen da bleiben. Sie haben nicht den Recht, dich bei den Menschen zu kommen. So, wenn er auf einmal so entgeift, dass du eine Familie wie eine schmucke Familie, vielleicht feiert Kinder so wie Han, auf einmal kriegt der Papa oder die Mama diese Krankheit, die macht bloß rüt, die macht die Familie verluten, die all die Freunde verluten, alles, was die gekannt haben, das ganze Leben macht die verluten, und dort so allein. Und so, sie haben einen Schauf Weide an sich, physisch und emotional. Sie hören, dass Jesus kämpft vorbei, schrien sie rüt. Vers 14, Osei und sagt, seht hei, gut, entstalt jünd de Priester schwer. Das wird ein Ding, was sie müssen tun, wie das jetzt war, das trägt in den Alten Testament. Wann und ab einmal so ein Jäuf dort ein Leprakranker, wird geheilt worden, was mess niemals passieren wird, dann muss der erste de Priester schuhen, und der Priester muss den Derch sein, und nu sein, und sicher merken, dass er wirklich geheilt wird. Wenn der Priester oder ich nu sein, dann kriegt er mit so ein Zertifikat, und nu kost mank der Menschheit, war er mank. Nu bist nicht mehr ein gefährlicher Mensch. Dort, wo er sieht, gut stellt ihn der Priester fair. Und während sie ging, werden sie rein. Während sie ging. Und so sie fangen an zu gehen, im Glauben, und dann werden sie rein. Das ist ein Beispiel für uns. Wir können von dort lernen. Nicht einmal lernen, was die dort sitzt, für die Gunde. Manchmal nehmen wir einen Staub im Glauben. Während sie ging, werden sie rein. Einer von den Tieren, was er sagt, dort er geheilt wird, kommt träg und lobt Gott mit lüder Stimme. Er kommt träg an zu beten. Er schmeißt sich für Jesus durch und dankt ihm. Das ist das Wort von der, wo wir wollen sein. Und da wird ein Samariter. Das ist wichtig, da wird es sein, wenn wir wollen, die Samariter, da werden ein bisschen aus den Hofjüden, da werden so eine Menschen, die ein bisschen zu sehen geschoben werden. Nun, von den Tieren, die geheilt wurden, die einer kommt träg, das ist danach ein Samariter. Ein bisschen ausgeschlossen, ein bisschen schlechter. Er kommt träg und er dankt Jesus. Dann seht Jesus zu ihm. Wir sind dort nicht Tieren. Hier ist bloß einer. Wir sind nicht Tieren, die dort rein werden. Wo sind die anderen Nähen? Das ist für uns eine Frau von der schon da. Dort ist nicht, dass die Nähen unbedingt schlechte Menschen werden. Aber sie werden so bekämmert mit ihren einen Dingen. Vielleicht gute Dinge. Die randen weich, die werden weich nun Priester, die werden nun endlich rennen. Nun mal endlich können sie trägen ihre Familie. Nun mal endlich können sie trägen ihr Negocio. Trägen ihr Leben.
Nimm mal endlich für unser Rennen. So ist es weich. Gott hat mich geheilt. Ich habe dort gekriegt, wo ich will. Ich bin weich. Nimm stark von der Weich. Einer kann trägen. Plus einer. Einer kann trägen. Die Frau für uns von dir, als wirst du der einer sein. Wollen ecken du der einer sein, wo du trägt kämpft, Gott zu loben, Gott zu danken, am hoch zu heben, wenn es auf uns rein gemerkt. Wir wären auch krank, mit einer Krankheit, die viel höher ist, als die Lepra-Krankheit. Wir wären auch krank mit Sünd. Gott kam rauf, er brachte uns die Rettung. Die Bibel sagt in Römer Kapitel 5, dort, als wir noch Sünder wären, als wir noch jene am wären, als wir noch nichts von ihm zu tun wollen haben, kam er, starb für uns, unsere Rettung trägt zu schaffen. Wir wären sonst diese Lepra-Kranke. Er kam, brachte uns die Lösung für unsere Krankheit, mög uns rein, mög uns heil, und dann fährten ran wir auf, und für jeden zu danken. Wir als Christen sollen die dankbarsten Menschen sein in der Welt und wir sollen dort bewiesen. So wir wollen wissen in Dankbarkeit. Wir wollen sein, so ist der einer. Der einer, der trägt ihm, hat Gott loben deut, hat Gott danken deut, für was er für ihn getan hat. Wenn wir das nicht tun, dann stell dir vor, dort wie in Undankbarkeit nennen glatten tun. Und das sind die vor für jeder einen von uns, für mich, für uns alle. Wenn wir nicht aufpassen, dann können wir bei meinem Undankbarkeit nennen glatten. Undankbarkeit sagt, ich will dort nie. Ich will dort nie. Ich will meine Dinge nie. So, ich sehe ihr schon, wenn wir in ein Restaurant fahren, wie sind so gewandt oder etens hostig reut. Wenn wir bei meinem Mann 15 Minuten lüren für uns Eten, was für eine Gedanken gehen an den Kopf? Was willst du mit diesem steht, Arich? Haben Sie hier kein Servicio? Ich habe vor ganz 15 Minuten gedient, dann kann ich mein Eten nicht. Undankbarkeit sagt, ich will dort nicht. Und wir haben eine Geschichte in der Bibel, wo wir von der lernen, da und Lukas, Kapitel 15. Das ist die Geschichte von zwei Sehens. Das ist der erste Sehen. Lukas Kapitel 15, Vers 11 und 12 sagt, ein gewissen Mann hat zwei Sehens, und der jüngste sagt zu seinem Vater, Vater, gib mir mein Port von Aufgut, dort mich traft. So, wenn ihr bekannt seid mit Aufgut, normal meint der Aufgut, als wenn der erst gestorben ist, right? Dann kriegt der sein Vater sein Aufgut. Dieser kann nicht so lange lernen. No, er will das nicht. Er wird nicht dankbar. Und er sagt, ich will das nicht. Papa, gib mir mal, was mich trifft, und ich will das nicht. Ich kann nicht lernen, was gestorben ist. Ich will das nicht. Er hat diese Anstellung. Er wird der Jüngste sehen. Sein Vater jäuft ihm dort. Er jäuft ihm dort, wenn es vielleicht hat sie Trouble. Wir wissen nicht die ganze Geschichte. Aber er kriegt, was er will haben. Und er kriegt dort nicht. Und das interessante Ding ist, dort, dort geht mehrlich, dort sein Vater hat vor Jahren und Jahren und Jahren geschafft, zum diesen haben Gott taub kriegen, wenn sie kämpft nicht über nach, dann hat er dort, und sein Sehen kriegt sein Port, und er bloß dort derchen in ein paar Monate. So dort, wo sein Vater hat Jahren gedieren, taub zu schaffen, dort die hat nur Monaten zum Verknusen. Und er kriegt dort, und er geht auf, und er lebt sein Leben, und dort bringt am Trouble, aber er hat die Anstellung, ich will dort nicht. Dort wird ein undankbarer Mensch sein. Weißt du, wie können am Chicken sein? Was mit denen auch? Aber wirklich, sag wie nicht auch ein bisschen dort manchmal? Wie so ein irgendein Ding? Ich will dort nie. Ich will dort nie. Ich will nicht lernen. Ich will dort nie. Ich in meiner Früh ging das durch, als wir jung befreit werden. Wir hatten all unsere Freunde, mit wem wir taub werden, sei wir noch 10 und 11 und 12 Jahre befreit. Sie werden uns 10 Jahre vorab. Und wir werden mit ihnen immer taub, und wir sagen, dass sie leben deuten und was sie deuten. Wir fangen an zu denken, ich will auch so dort. Ich will dort nie. Ich will dort nie. In einem Fuhrwerks für eine Chihuahua oder was immer das dann werden, wir haben vielleicht nicht Geld, und, aber wir wollen dort auch tun. Wir wollen dort nie. So dann nehmen wir uns Tarjeta de Credito und betrüben von denken, wo wir nicht Geld für haben, aber mit den Tarjeta, dann können wir dort nie tun. Ich will dort nie. Und dann gehen wir in Verbrück, wo wir Geld, wo wir nicht mehr haben.
Da die nicht lang, dann auf einmal so einer im deutschen Loch, wo einer nicht gedacht hat. Und von wo er kommt dort? Dort kommt von dieser Anstellung, ich will dort nicht. Ich will nicht lieber. Unsere Graufrasch, was sie abwassen, deiden, vielleicht viele von ihnen auch. Du wirst nicht so ein System von Kredit, als wie von der Ocean da haben. Und so, wenn sie wollen ein Ding schreiben, wo müssen sie tun? Für ein Tool, mit Geld. Sie müssen lernen. Sie müssen schaffen, Taubsporen. Und dann auf einmal ein Tag, dann würde ihr noch Geld sein, dann können wir dort schreiben. Sie müssen actually lernen von dem, was sie wollen. Stell dir mal vor, wo dort auf einmal gehen. Wie haben wir an der Anstellung? Ich will dort nicht. Und dann kommt die Stür nach Rüth, da sind Messe, sein Interesse. Schreib dort von der, betul dort Marien. Du darfst nicht lernen. Du sollst dort von der haben. Wenn wir in diesem Gefahr für unser Urland, dort wir in Undankbarkeit leben, dort wir diesen Anstellung sein, ich will dort nicht. Dort können große Unterschied merken, wo wir uns Geld verbringen. Und diese Anstellung von ich will dort nicht, dort kann auch einen großen Unterschied merken, und wo wir Inversiones merken dann. Habe ich mal so gedacht, ich will nicht bloß 20% des Jahres verdienen? Sei lang nicht. Ich will dort nicht. Hier kommt somebody on und bittet mich was an, das ist 5% der Weg. Das ist was ich will. Wo wen? Wenn es ich will dort nicht. Ich will dort nicht. Weil wenn wir von dort getrieben wurden, dann merken wir auf einmal Entscheidungen, die nicht weise sind. Dann auf einmal tun wir Dinge, die wir nicht normalerweise tun würden, wenn wir weiten wirklich beten, wenn wir uns dort würden, geschehen durchdenken. Aber wir merken die Entscheidung, wenn wir leben in Undankbarkeit für wo wir sind im Leben, wir wollen rick werden oder was immer das ist, wir wollen dort nicht. Oder wir wollen einen Truck schieben und wir wollen dort nicht. Oder wie wollen Kleider kaufen und wie wollen dort nicht? Oder wie wollen eine Cancun fahren, wenn es unsere Freunde deuten, wie wollen dort nicht? Das ist eine sehr gefährliche Anstellung. Das, was diesen Jüngster sehen, sieht. Papa, ich will dort nicht. Das, was Undankbarkeit sagt. Noch ein Ding, was Undankbarkeit sagt, es ich sein dort wird. Hast du mal so das gedacht? Ich sein dort wird. Ob ich sein dort doch wird? Kann man dort doch verdient? Ich will das Ding, und ich sehe dir doch wird, denn wieder in dieser Geschichte, so wie in Vers 29, hier redet der ältere Bruder nun, das ist der andere Bruder. Und er sagt, er redet zu seinem Papa. Er sagt, schick mal, all diese Jahren habe ich dich gedeint, und sie dich niemals jen angewasst. Und du hast mir niemals ein Bock gegeben. Weil ihr diesen Jüngeren sehen, er kommt träg, er hat kurz alles knust, alles verdäbert. Kommt da träg, der Papa sieht ihn sehen und sagt, mein Sehen ist träg. Halleluja, jaften Party, reiten sie einen ganzen Fast, ein bisschen wie von der geworden. Und dann kommt der Ältere sehen und sagt, ich habe die all diese Jahre geschafft und hast mir nicht mal ein Bock gegeben. Nicht kommt dieser träg und kriegt der Furz den Kopf, den Masterkopf. Was geht hier an? Ich habe mir doch verdient. Ich sehe dort wird, hast mir dort niemals gegeben. Das ist auch Undankbarkeit, bloß von einer anderen Seite nun gecheckt. Und so die Jüngere sehen, sie sagen, ich will dort nicht. Die Ältere sehen, sie sagen, ich habe mich dort verdient. Hast du mal so das gedacht? Hast du mal so das gedacht? Ich habe noch mal. Ob ich sehe dort doch wird, ich habe mir dort doch verdient. Einmal fuhr wir mit somebody in a Starbucks. Kann ihr Starbucks? Some von jünt? Ja, die merken nur Kaffee. Das ist wie ein Tee, aber die merken nur Kaffee. Und so hat es mit dir den Kaffee in der Stadt, I don't know, vielleicht $5 der Kaffee. Und fuhr wir durch mit somebody. Früher kam ich, was ist ein Starbucks? Ich sagte, no, ich will nicht $5 für einen Kaffee-Tool. Ich trinke ein wenig Kaffee, aber ich sagte, $5 will ich nicht tun. Und dann sagte er mir, aber du bist dort wie jetzt, sagte er mir. Die besten $5 Kaffee wird. Na, das ist so. Ich sehe doch. Right? Habe ich mal so das gedacht? Wie wollen wir gleich in Vakationen zu nehmen oder was immer? So ein Dier, das werden wir nicht. Nur, aber du bist dort wird. Du hast dich dort verdient. Du hast schwer geschafft. Du bist dort wird. Das sind wir vor, wenn wir so das anfangen zu denken. Wenn es dann auf einmal, da wie manchmal Dinge, wo wir nicht verreut sind, wo wir nicht Geld verhaben. Von der rede ich ein bisschen von Geld, aber stellt euch in irgendeiner anderen Area von Leben nun. Sei wie dankbar.
Så vi så stå en stack, de offran, eller så vi så stå ena. De trädkäm, en de den Herren luft, de den Herren dankt. Wer bist du? Wohin bist du? Ich will uns ein paar Frauen hier stellen und sagen, wo dankbar sind wir? So jeder einer denkt für uns selbst. Sind ich dankbar und mein haben Gott? Erstens. Sind ich dankbar? Wofür habe ich dankbare Gedanken über mein haben Gott? Oder sind meine Gedanken alle bloß, ich will nach dort, ich will nach dort, ich will nach dort gleichen, ich will hier anschaffen, dit fehlt mir, Jan jankert mir. Wer bist du? Bist du dankbar und ihn haben Gott? Vielleicht fehlt die Säure neidisch in Gratrit Hüß. Hast ein Hüß und vielleicht so Stufen sind, kann ich in ihr Stufen, so viele Kinder machen einfach in eine Stufe taub schlucken. Wow, uns fehlt ein Gratrit Hüß, denkst du vielleicht. Entsteht denken, man, ich bin dankbar, dass ich ein Hüß habe, wo wir alle beschützt sind und wo wir alle taub können aus Familie abwassen. Vielleicht fehlt dir nie ein Truck oder ein anderen Truck. Ich habe hier einen Fan-Truck, einen Show-Fan, aber Jana, der hat gerade Rims, oder Jana, der hat noch sogar eine Pantalla, ein bisschen gratis, Mina, das, was mir fehlt. Dann würde ich schaftig sein. Bist dankbar, über den haben, Gott. Vielleicht denkst du, ich habe hier einen Fan von, Show-Fan, als hier in Klimbett 2 oder Ems, mir fehlt ein Gratrim, mir fehlt ein Nieren, mir fehlt ein Betren. Dann würde mir dort Gott gehen. Dann würde ich dankbar sein. Wo sind wir eingestellt? Sind wir dankbar, wenn wir uns haben, Gott? Noch ein Ding. Sind ich dankbar mit meinen Verhältnissen, mit der Person, die um mich sind? Sind ich dankbar vielleicht mit meinen Eltern? Oder denke ich immer, man, wann ich mich bloß für einen Alleinluten, einen Tag luten, nicht einmal Nesen entstehen? Sind ich dankbar? Sind ich dankbar mit meinem Partner? Oder habe ich so eine Gedanken dort, ich wünschte, wir ein bisschen Dollar so stort, oder so stort, oder so steht. Was ist dankbar? Das sind Frauen, die sind selbst Frauen sein sollen. Jugend, vielleicht habe ich ein Novio, Novia. Was ist dankbar? Für dich? Oder wo ist eine andere Welt? Oder eine andere? Sei wie dankbar mit unseren Freunden und Verhältnissen, die wir haben. Noch eine Aria, unser Leo. Sei wie dankbar mit unserem Leo im Leben. Bist dankbar für den Dorf, wo du wohnst. Bist dankbar für den Dorf, von wo du kämpfst. Bist dankbar mit der Familie, wo du bist. Oder bist undankbar und sagst, wenn ich bloß von einer anderen Familie komme. Bist dankbar mit wo du bist in der Arbeit. Wo du schaffen bist. Bist dankbar mit deiner Gesundheit. Bist dankbar mit deinem Haar. Merken Sie noch, Spuß, er war ihm hier in der Tjörg. Sei wie dankbar mit uns Leo im Leben. Dankbar mit, vielleicht mit deinem Körper, wo immer das ist. Was dankbar? Sei wie dankbar oder sei wie undankbar? Habe ich so eine Einstellung, ich will dort nie oder ich habe mich dort verdient? Oder sei wie dankbar und haben den Anstellung, dort wir wollen Gott loben, Gott präsen und Gott danken für die guten Dinge, die er uns gegeben hat. Klar, oder sind Dinge, die wir nicht haben, die scheinen gut, die haben und all dort. Aber wo ist uns heute? Von der reden wir von uns heute. Sei wie dankbar, von wo wir sind. Wir wollen wissen und Dankbarkeit. Ein Weg, wo wir wissen können und Dankbarkeit, ist entscheid, Gott zu loben für jeder Sein. Wir singen dort von dir, und Leute, wir sehen, blessed be your name. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. Jeder Segnung, die du mir gibst, wo ich die dir verloben. Dort, wo wir singen. Dort, wo einer kann dankbar sein. Da wir Gott loben für jeder Segnung. So wie Menschen, die voll Dankbarkeit sind. So wie Menschen, die das morgen tun, wo Gott wir dort wirklich haben im Leben. Wo ihr seht, wie wirklich sind. Ich kann Ihnen dort auch sagen, wo rick wir sind, wo ihr seht, wir sind in der Welt. Und wir sind viele von uns, meiste von uns, und der oberste 1% von der Welt, wenn es kommt, nach haben Gott und Richtum und Segnung. Physisch ist es dort. Wir sind bloß sehr gesehnt.
So dort meint dort, wann wir dit wurden down, wann wir Gott wurden loven für jeder sehen, dann sehen wir auch die Menschen in der Welt, wo Gott mir steht loven wurden. Wir wollen ein Zeug sein, wo Gott luft und dankt. Wenn wir sind so sehr gesehnt. Wie kann so ein großes Port sein, von wo Gott dort? Wie kann so ein großes Sehen sein für den Nächsten, wenn wir sind so sehr gesehnt? Da wir Gott loven, da wir Gott verherrlichen. Philippa, Kapitel 5, Vers 11, sagt, hier redet Paulus und er sagt, ich habe gelernt, zufrieden zu sein, wo immer mir dort geht. Ich weiß, was das ist, je demütig zu werden und was das ist, von alles zu haben. So Paulus hat die beiden Sieden erfahren. Rick sein, um sein. Er sagt wieder, ich habe das Geheimnis gelernt in alle Leuen. Nun redet er weiter von den Leuen. Ich habe das Geheimnis gelernt in alle Leuen, zufrieden zu sein. Ich kann satt oder hungrig sein, rücklich oder knapp haben. Ich kann alles, der Christus, der mich stark macht. Diesen Vers habe ich vielleicht fertig gehört, aber vielleicht nicht den Kontext von den Vers. Von wo redet er, wenn er sagt, ich kann alles, der Christus, der mich stark macht. Er sagt, ich kann arm sein, und ich kann rick sein. Ich kann dankbar sein, wenn ich nichts habe. Und ich kann dankbar sein, wenn ich dort alles habe. Ich kann alles, der Christus, der mich stolz macht. Wollt ihr wie dankbare Menschen sein? Der Christus, der uns stolz macht. Für uns als Christen soll ein dankbares Leben bloß rutschen, wenn es Christus ist an uns. Vielleicht bist du nicht ein Christ und kannst nicht Jesus und wirst gleich ein dankbares Leben zu haben. Hier ist, wo du dort kommst. Der Christus, der dich stark machen kann, wenn du dein Leben nicht anjaffst. Er kommt an dich an. Er jaffst uns sein Heiliger Jesus und er jaffst uns Kraft, dann können wir dankbare Menschen sein. So, wenn wir nicht dankbar sind, dann vielleicht kicken wir nicht nur die reichen Dinge an. Entsteht an Undankbarkeit leben und sagen, ich will dort nun und ich habe mir dort verdient, dann schicken wir nur die andere Seite und schicken nur Jesus, so wie singen, ich schicke nur den Kreuz. Und wenn wir nur den Kreuz schicken, dann können wir es nicht aus dankbar sein. Wo wen? Wenn es sein Kreuz hat uns rein gemerkt, so ist der leprakranke Mann, bloß noch viel besser als dort. Sein Kreuz hat uns rein gemerkt. Und so, wenn du kämpfen lässt mit Undankbarkeit, dann würde ich die Mut mehr und kick nur die rechten Dinge. Kick nicht bloß nur, was du nicht hast. Kick nicht nur, ich will dort nicht oder ich habe mir doch verdient. Ich sehe dort wird. Kick nur Jesus und sein Kreuz. Er wird uns stark machen. Wir kennen alles durch Christus, der uns stark macht. Noch ein Vers, was ich Ihnen lesen will, in Sprüche, Kapitel 15. Das hat zu tun mit Dankbarkeit. Und mutig sein. Er sagt hier, der Bedrängte ist das Leben immer schwer. Aber ein vergnügendes Hort freut sich jeder Tag. Ein frohes Hort, ein dankbares Hort freut sich jeder Tag. Weil die bedrängte Person, die kriegt eine Situation und sieht durch Trouble an. Ein vergnügendes, ein dankbares Hort kriegt nur das selbe Ding. Und es froh. Wo wen, wenn die Anstellung? Die Anstellung merkt die Unterscheid. Was dankbar und was bedrängt. Er sagt hier wieder, dort ist besser, wenn einer wenig haft und gottesfürchtig ist, als wenn einer fehlhaft und unzufrieden ist. Undankbar ist. Weil wie sind die Roben, dankbare Menschen zu sein? Wenn Gott hat uns reingemerkt, er hat uns gesehnt, nicht bloß mit haben Gott, aber mit Freund, mit seinem Wut, seiner Wahrheit, seiner Kraft. Wir haben hier viele Zeugen, gute Zeugen, wo wir keinen Hahn fahren. Hier ist einer, wo wir kein Port von seiner Familie sein und unsere guten Brücken. Ich dachte von der Ohren, aus dem Mialis hier buchen wir in Favida 180. Weil die Mialis, die kann nur eine sichere Stadt sein, wenn es die Arbeit, die Jesus in ihrem Leben getan hat, durch Vida 180, der Juntos Choik, der Denver und Tina und ihren Equipo. Sie können nur eine sichere Stadt sein und dürfen nicht in Angst leben, wenn somebody hat jemanden geholfen, somebody hat jemanden gelegen gegeben, somebody hat jemanden Rüt geholfen.
von wo sie wären. Sondern von der Selzie Miales, wo hier buben wären. Nicht lang träg, aber groß. Irgendwo unten heim. Eine Grise steht, eine Seier Ansache steht. Stell dir mal vor, eine junge Miale, aber groß. Das ist nicht so eine Sache. Nicht kann sie sicher sein. Wo wen, wenn somebody half ein Mann gehalten. Ein gesehener Mensch hat den Sehen wiedergeregt. Ein dankbarer Mensch hat dort wiedergeregt. Und nun kann sie dort ein Sehen leben. Wie sein in 2. Korinther 9, Vers 11, er redet von diesem selben Thema. Und er sagt, die wurden alle Sieden haben rückgemerkt, dort die Rief uteilen können. Er sagt wieder, so wurden viele Gott für die guten Danken, die wir anvermitteln. Paulus sagt hier, wo wen Gott uns segnen wird. Wo wen, er sagt hier, wo wen wir so sehr gesehnt sind und das wo wen. Er sagt, die sind alle Sieden haben rückgemerkt, die sind gesehnt, dort die Rief uteilen können. Und dort andere, Gott wollen loben und danken für die Guven, die wir ernt vermitteln dürfen. Gott will uns brücken. Gott will uns brücken aus dankbaren Menschen. Gott will uns brücken zum unsere Guven, unsere Segnungen mit den anderen mitteilen. Und das kommt von einem dankbaren Hort rührt. Wo ist dein Hort? Bist du dankbar? Bist du dankbar für was Gott für dich getan hat? Wenn ja, dann das sollst du leben, sollst, was diesen Vers hier sagt. Wer wir rief uteilen, wer wir mitteilen, wer wir nicht bloß an uns selbst denken, wer wir nicht bloß die Anstellung haben, dort ich will dort nicht, ich habe dort verdient, das ist für mich. Nee, Gott sagt hier, ihr seid gesehnt zum rief uteilen. Ihr seid gesehnt zum Sehen sein für den Nächsten oder ab einem Tag, dort zu Gott wollen danken. Nicht dort zu uns wollen loben und danken für die Guven, die wir mitteilen. Nee, dort zu Gott wollen. Dort seine Familie grater wird, dort seine Familie stärker wird, dort seine Miale so steht, wird hier buben wird, dort deine Gelegenheit haben im Leben. Dort zu wen wir gesehnt sind, dort zu wen wir sollen in Dankbarkeit leben und dort dann wieder regen. Und so dort, wo wir von der Welt down, wir haben eine Gelegenheit hier zum Dit leben, aus Zeug, aus Familie. Und so, ihr seid bekannt, wir haben da vom Vorwerk von Gerät, wir wollen ein Special Opfer heben von dir. Dort ist uns Dank fast. Und ihr seid diese Blätter in jene Seiten, wenn ihr euch noch nicht reut haben, dann würde ich freuen, dass ihr euch nie rütnehmen dürft. Und das für euch, wird wollen ein Kompromiss merken, zum Mithalten, zum Sehen sein für andere Menschen. Und wenn ihr vielleicht noch nicht ein Geld haben oder wo immer jene finanzielle Dinge schaffen, ihr könnt hier so eine Nummer anfallen, eine Phone-Nummer, E-Mail, wenn ihr habt. Und wenn ihr sagt, oh, ich will so viel Geld geben und ich will dort an den Tag, wenn ich es von dir nicht. Und das Geld wird zum Menschen helfen, zum Gott seine Gute nur recht widerregen. Das wird auch Krankenport von den Wieder 180, weil wir ihnen im Port geben, wenn sie 200 Personen, von denen sind die alle hier, müsste sind und Jana sieht. Sie sind alle gekommen, all die Kinder und die Helper und die ganze Familie. Sie sind massamenos 1000 Personen, die hier von dir sind. Die wollen dranbleiben für Mittag, wollen mit uns taub essen. Und sie sind sehr gesehnt durch uns und durch andere Menschen. Und so, wenn sie wollen, wo wir fahren, dann fehlt ihnen vor dich, wo sie alle nennen können. So, ihr habt gesehen, hier steht all ein Bus, bieten, wo sie brücken, da nicht. Und wir haben gelegenheit, ihnen zu helfen, eine Bus kriegen. Und so ein Port von dem Geld, wo wir von der Taub kriegen, da und wer wir ernt geben, zum Sehen sein. Wo wen? Wen das? Dort sei wollen Gott danken für die Guven, die wir ernt vermitteln, da und wir ernt halten, da und wenn es wir sind, so gesehnt worden. Noch ein Ding, wo wir wollen, da und wir haben von dem geredet, aber wir schaffen mit den Bibel, der plottische Bibel, ein Audio auf den App, nach da und die Bibel-App. YouVersion Bibel App. Das ist eine App, die wir können raufholen im Sonst. Da sind mehrere verschiedene Bibelsprachen und Versionen. Plottisch hast du all Ben, so ist der Text. Die kann du nennen gehen, die kann du im Sonst raufholen. Die kann die plottische Bibel in den Fuhn nennen. Dort ihr dort kann lesen, wann immer ihr wollt, dort kostet nichts. Dort ist im Sonst. Was wir wollen tun, ist, wir wollen nur noch den Audio bieten, dort Menschen, die vielleicht nicht sehr gut lesen können, oder vorhin bloß die Länge und Weichen wollen die Bibel horchen, dort sie dort kein horchen in ihrer Sprache. Und so, dort ist nicht, wo wir mehr schaffen tun. Dort wird vielleicht 5000 Dollar kosten, massa menos. Was wir tun, ist, ich habe einen angenommen, wo er die ganze Bibel lesen und abschnacken.
Und so, ich wollte die Bibel ganz stark lesen, dann plötzlich, wo wir abschnacken, und dann wo wir durcheinander. So, da war Zeit brauchen, da war nicht immer nach passieren, wenn es, vielleicht habe ich gemerkt, aber die Bibel ist noch lang. Und so, das geht noch lang, um den Dörf lesen. Aber das ist nicht, wo wir wollen tun, wenn es, wie wollen in Sehen sein für die plötzlich redenden Menschen. Wie sind die geraubt, zum das tun? Wie sind ihr sehnt? Viele von uns, wir haben mehrere Bibeln in uns Haus. Viele von uns sind gesehnt, dass wir lesen können, aber nicht alle Menschen in der Welt kennen. Und da meine ich, dass die schlechter sind als uns. Die haben das nicht die Gelegenheit gekriegt. Und wir wollen enthalten, Gott sein Wort, du wen danach zu kriegen. Und vielleicht, wenn sie dort horchen und lesen, dann vielleicht lernen sie sich durch und was noch Deutsch lesen. Dort sie die Länge kommen und die Bibel verstehen. Dort ist ein Projekt, das wir mit schaffen tun. Und so, dort Geld, was wir taub bringen tun, dort ist nicht bloß für uns. Dort ist nicht bloß für hier Bern. Wir wollen auch noch eine Kamera kriegen, damit wir dort noch besser rüberschicken. Wenn es sind viele Menschen, die kicken, wo wir hier zurück haben. Da sind sogar ein paar Zeugen, die dort brücken tun. Sie haben die Botschaft beendet, wo sie einmal ewig spielen. Und sie haben uns gefunden und gesagt, sagt Lebenswasser, wo dankbar wir sind, für was die tun für uns. Und die Botschaften rüberschicken auf Video. Sie spielen dort dann in den Zeug, wenn sie haben nicht einen Prediger. Wir sind gesehen mit ein paar Stärken, so werden wir sehen sein für die Nächste. Und so, wir können sehen sein für euch, was büten sind. Wir werden nicht bloß an uns selbst denken, wir werden nicht bloß sein, ich will dort nie, ich habe mir dort verdient, ich sein dort wird, aber wir werden sein, Gott, du hast mich reingemacht, du hast mich geheult, und ich will dort wieder reden. Ich will dort wieder reden. Und so, das ist, was wir nun wollen tun. Ich würde freuen, dass die Ushers in den Ferien kommen tun. Das sind ein paar von den Dingen, wo wir wollen mithalten als Zeug. Und so, von dem werde ich in Dank fast abverheben, besonders für so von diesen Dingen. Wenn du Eva bleibst, wir wollen auf Brücken hier für die Mission und die Zeug, zu mehr Menschen dein. Wie sind die Raupen in der Plot, die Menschen hauptsächlich, da meine ich, dass wir andere nicht gleichen, aber das ist besonders uns Raub. Und wir werden wieder in Ungerscheid merken in der Welt. Wie sind eine sehr begufte Zeug, wir haben Guven, wir haben Talenten, wir haben Geld, wir haben Technologie, wir haben die Dinge, die uns fehlt. Gott hat uns alle gegeben. Nun ist es bloß ab zu uns, um dort taub zu stehen und um dort zu leben. So, ich würde freuen, dass wir alle abstehen tun. Ich will mit uns taub beten, dann wollen wir noch ein Lied singen, während dieser letzten Lied, wo wir den Opfer heben. Wenn ihr ein Geld mit habt, dort Geld, wenn ihr nicht das Geld noch nicht habt, dann braucht diese Kette durcheinander. Und die Diakonen wollen dann in Kontakt sein mit uns. Wir werden beten. Gott, ich danke dir, dass wir gesehnt sind. Ich danke dir für dein Sehen. Ich danke dir, Jesus, dass du raufkommst, dass du uns raten darfst, dass du uns in Leben jaffst, in Nied leben. Und dass wir können in Frau leben haben, wir können frei sein. Wir danken dir für das. Wir loben dir, Jesus. Und ich danke dir auch für die verschiedenen Guven und die verschiedenen Talenten und die Segnungen, die du uns als Zeug gegeben hast, und den Raub, den du uns gegeben hast, dass wir können sehen sein für dich, nicht für uns. Und so, ich bete für jeder einer, der hier von dir ist, dass sie wurden wissen und dankbar sind, dass sie wurden dankbar hat haben, und dass sie wurden von den Segnungen, die du ihnen gegeben hast, dass sie dort wurden mitteilen mit anderen Menschen, dass wir alle taub können, dein Königreich abbühen, durch deine Kraft verdiene ihr, Jesus. Ich bete in dein Herr ja nun. Amen. Dankeschön für diese Botschaft der Herrchen. Für mehr Informationen bitte findet uns im Internet bei lebenswasser.org.